Das Zeugnis rückt näher. Doch statt Zahlen wie wir erhalten die amerikanischen Kinder Buchstaben als Noten. Glatte Einsen sind bei ihnen A's, ein paar B's statt Zweien dazwischen. Und Mama und Papa werden sauer, wenn sie C's und D's nach Hause bringen. Oder Gott bewahre, ein F. Warte mal, was ist denn aus dem E geworden? Nun, die einfachste Antwort ist, dass F für Failer zu gut Deutsch durchgefallen steht. Lehrer wollten vermeiden, dass das E als exzellent missinterpretiert wird. In Middle School, High School und College kommen dann Prozentzahlen ins Spiel. Armes, einsames E. Die anderen Buchstaben in diesem Notensystem gelten gemeinhin als bestanden, obwohl das D in manchen Schulen auch schon durchgefallen bedeutet. Jeder Bezirk ist anders, aber im Allgemeinen betont das Auslassen des Es das F als Note für das Durchfallen. In den meisten Schulen bestehst du also mit einem A, B, C oder D. Und F bedeutet, du hast versagt. Aber das arme E wurde nicht immer ausgeschlossen. Die erste Schule, die ein ähnliches Notensystem verwendete, war das Mount Holyoke College in Massachusetts, eine reine Frauenuniversität. 1887 ging ihre Notenskala von A bis E, wobei E durchgefallen bedeutete. Ein Jahr später wurde das F hinzugefügt. Ein Schüler bekam ein F, wenn seine Gesamtleistung unter 75% lag. Bevor das F eingeführt wurde, stand das E für diese miserable Leistung. Das College nahm diese Änderung vor, um sich ein wenig Spielraum zu verschaffen, sodass die Schülerinnen mehr bestanden Noten zur Verfügung hatten. Seit es das F gab, bedeutete ein E, dass die Leistung des Schülers zwischen 75 und 79% lag und er damit immer noch bestanden hätte. Als sich dieses Notensystem in den USA ausbreitete, wurde das E entfernt, um die Skala zu vereinfachen, da F intuitiv für Failer, also durchgefallen, stand. Die Prozentzahlen hinter jedem Buchstaben variieren von Schulbezirk zu Schulbezirk, aber ein F bedeutet überall durchgefallen. Die Unterschiede im Bewertungssystem sind gerade wieder ein heißes Thema, weil nun der Notenschnitt, GPA abgekürzt, ins Spiel kommt. Die Frage ist, ob 90% nun ein A oder ein B sind. Somit hadern Eltern damit, ob das Bewertungssystem ihrer Schule fair und mit dem College-System vergleichbar ist. Aber das ist ein Thema für ein weiteres Video. Wie wäre es mit noch ein paar Fakten über amerikanische Schulen? Die Maßeinheiten. Oh ja, das muss erwähnt werden. In den US-Schulen wird noch immer das imperiale Maßsystem gelehrt, während der Rest der Welt das metrische System verwendet, welches sehr viel leichter zu verstehen ist. In den USA lernt man, dass 12 Zoll ein Fuß sind und 3 Fuß ein Yard und so weiter. Vielleicht werden sich die USA ja irgendwann dem Rest der Welt anschließen. Kleiderordnung und Schuluniformen. Nur etwa 20% der Primary, Middle und High Schools schreiben Uniformen vor. Von diesen abgesehen darf jeder amerikanische Schüler tragen, was er will. Einige Schulen haben jedoch eine eigene Kleiderordnung, welche typischerweise besagt, dass Schultern und Bauch bedeckt sein und kurze Röcke eine bestimmte Länge haben müssen. Kleidung, die ein unpassendes Design wie beleidigende Sprache zur Schau stellt, ist ebenfalls verboten. Am College hingegen besteht deutlich mehr Freiheit und was Klamotten angeht, ist da alles möglich. Die Struktur des amerikanischen Schulsystems. Das amerikanische Schulsystem beginnt mit der Preschool, die jedoch optional ist. Dann folgt Kindergarten, wo ein Kind mit etwa 5 Jahren hingehen muss. Dann folgen in der Primary oder Elementary School die Klassen 1 bis 5, manchmal auch 6. Daran schließt sich die Junior High, auch bekannt als Middle School, die die Klassen 7 und 8, manchmal auch 6 bis 8, je nach Schulbezirk umfasst. Am Ende steht die High School mit den Klassen 9 bis 12. Das Ziel ist es, die 12. Klasse im Alter von 17 oder 18 abzuschließen. In den USA gibt es verschiedene Wege der Schulbildung. Du kannst heutzutage online lernen, auf eine öffentliche oder private Schule gehen oder sogar zu Hause unterrichtet werden. Allerdings musst du alle Stufen erfolgreich abschließen, um auf ein College gehen zu können. Das akademische Jahr in den USA. Amerikanische Schüler verbringen etwa 180 Tage pro Jahr in der Schule. Damit liegen sie im Mittelmaß. Es gibt Länder mit mehr Schultagen und Länder mit weniger. Was Ferien anbelangt, sind die Sommerferien die längsten in den USA. Sie dauern in der Regel 9 bis 10 Wochen und beginnen im Juni.
Amerikanische Schüler haben außerdem Herbstferien, Winterferien und Frühjahrsferien. Das klingt nach ziemlich vielen Ferien. Dafür sind die Schultage selbst aber länger als in anderen Ländern. Schule ist normalerweise von 8 bis 15 Uhr mit leichten Variationen und geht von Montag bis Freitag. Ein amerikanischer Schultag ist damit fast so lang wie ein Standardarbeitstag von 8 bis 17 Uhr. Amerikas erste Schule ist fast 400 Jahre alt. Die ursprünglichen 13 amerikanischen Kolonien gründeten 1635 die Boston Latin School, Amerikas erste öffentliche Schule. Sie steht und funktioniert noch heute. Die Schule hat besondere Zulassungsvoraussetzungen und schneidet regelmäßig besser als andere Eliteschulen in Boston ab. Aber nicht jeder Schüler, der aus den Toren dieser Schule trat, wurde berühmt. Einer ihrer bekanntesten Absolventen ist Benjamin Franklin. Ihr Motto ist lateinisch und bedeutet: Wir sind die Ersten. Alte Schule eben. Ha, 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 ha. Frühe US-Akademiker. Die ersten amerikanischen Schulen unterrichteten nicht Lesen oder Naturwissenschaften. Die frühen Kolonisten wollten ihren Kindern mehr über familiäre und gesellschaftliche Werte beibringen, so dass sie produktive Mitglieder der Gesellschaft werden. Ich meine, 1635 waren die Kolonien eine sehr junge Gesellschaft. Da scheint es nur logisch, dass die Grundpfeiler ihrer Gemeinschaft ein integraler Bestandteil der Bildung waren. Preschool. Ich nannte vorhin die Preschool als Teil des amerikanischen Bildungssystems. Wenn Eltern ihre Kinder fördern oder sie einfach nur an soziale Lernsituationen gewöhnen wollen, melden sie ihr Kind im Alter von 3 bis 4 Jahren in der Preschool an. Es stellt die Vorbereitung auf den Kindergarten dar und gewöhnt sie an eine Schulroutine. Man kann für gewöhnlich zwischen Halbtags- und Ganztagsbetreuung wählen. In den letzten Jahren wurden jedoch immer weniger Dreijährige in der Preschool angemeldet. 2016 nahm nur die Hälfte der 3- bis 5-Jährigen an einem Ganztagesprogramm teil. Bei uns und in den europäischen Ländern ist dieser Anteil viel höher. Der amerikanische Arbeitsplatz und höhere Bildung. Circa 85% der aktuellen Jobs und 90% der neuen erfordern einen College-Abschluss oder eine andere weiterführende Ausbildung. Lange Zeit war das College der einzige Weg für intelligente Highschool-Absolventen. Doch heutzutage wächst der Bedarf an Berufsschulen und fähigen Geschäftsleuten. Ich meine damit, dass Arbeiter in der Mobilindustrie, Schweißer, Installateure und ähnliche Handwerke auf dem Vormarsch sind. Exkursionen. Die meisten erfahrenen US-Lehrer stimmen zu, dass Exkursionen ein fester Bestandteil der Schulbildung sein sollten. Schüler können aus lehrreichen Ausflügen viel mitnehmen. Museen, Theaterstücke oder Konzerte und Kunstgalerien bieten sowohl Spaß als auch Bildung. Die meisten Lehrer finden, dass solche Exkursionen der beste Weg sind, im Klassenraum Gelerntes mit der realen Welt zu verknüpfen. Exkursionen fördern kreatives und kritisches Denken, Beobachtungsfähigkeiten und unterstützen die kulturelle Verständigung. Außerdem sammeln Schüler tolle Erinnerungen mit ihren Freunden. Hast du eine Geschichte über einen besonders einprägsamen Schulausflug? Erzähle sie uns in den Kommentaren. Schulsport. Amerikanische Schulen bieten eine große Bandbreite an außerschulischen Aktivitäten an. Am beliebtesten sind die Sportteams. Die meisten Schulen bieten Football, Basketball, Wrestling, Tennis, Volleyball, Softball und Baseball an. Wenn es möglich ist, gibt es getrennte Jungs- und Mädchenteams. Besonders Football und Basketball sind eine große Sache. Die ganze Schülerschaft kommt, um ihr Schulteam gegen andere Schulen spielen zu sehen. Es ist aufregend und fördert den Zusammenhalt. Die Football- und Basketballteams haben auch Cheerleader. Eine Gruppe von meistens nur Mädchen, die in Uniformen mit Pompons Choreografien tanzen, um ihr Team anzufeuern. Entspanntes Lernumfeld. Der amerikanische Klassenraum ist ein recht entspanntes Lernumfeld. Zwar müssen die Schüler auch hier die Hand heben, wenn sie etwas sagen oder fragen wollen, aber im Allgemeinen werden freie Diskussionen gefördert. Lehrer und Schüler scherzen oft gemeinsam und geben sich auf den Fluren High Fives. Die Lehrer setzen sich auch besonders für die bedürftigen Schüler ein, indem sie nach dem Unterricht bleiben oder extra früh kommen, um Fragen zu Hausaufgaben, Hausarbeiten oder Ähnlichem zu beantworten. Lehrer bieten auch Nachhilfe an, wenn Schüler besondere Probleme haben. Jeder Staat ist anders.
Das Einzigartigste an der amerikanischen Bildung ist, dass jeder Staat ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht. 50 Staaten mit vielen Städten und Countys beherbergen unzählige Schulen. Es gibt Unterschiede in der Notenskala, Prüfungsanforderungen, Klassenstrukturen und Regeln. Also in so ziemlich allem. Keine Schule in den USA ist wie die andere. Und das ist das Schöne daran. Da die USA in die einzelnen Bundesstaaten unterteilt ist, kann jeder Staat sein eigenes Schulgremium einberufen. Ach ja, Erinnerungen an die Schule. Ich gehörte zu den Schülern, die es möglich machten, dass es eine bessere Hälfte gab. Ich bin ja so stolz. Hey, konnte ich dir heute etwas Neues erzählen? Dann gib dem Video ein Like und teile es mit deinen Freunden. Und sieh dir auch unsere anderen interessanten Videos an. Sie werden dir sicher gefallen. Klicke auf das linke oder rechte und bleib bei uns auf der Sonnenseite des Lebens.